Hallihallo meine Lieben. Bevor ich mit diesem Video beginne, möchte ich vorher noch was anmerken. Es wird hier um einen Hund gehen, ein kopierter Dobermann. Viele von euch wissen, was dies bedeutet, einige vielleicht nicht. Ich weiß es auch. Dennoch habe weder ich ihm dies angetan, noch habe ich dafür gesorgt, dass man ihm dies antut. Als er zu mir kam, war er bereits kopiert. Und trotzdem habe ich ihn geliebt. Dieses Video zu machen ist für mich sehr schwer. Deswegen möchte ich euch bitten, keine abfälligen Kommentare darüber zu schreiben, dass dieser Dobermann kopiert ist, denn darum geht es hier nicht. Ich werde mich wahrscheinlich verheult anhören, weil, wie gesagt, es ist sehr schwer für mich, das Video zu machen. Es ist jetzt natürlich auch jetzt nicht irgendwie mega vorbereitet wie bei einem Let's Play oder so, sondern es ist halt sehr, ich sag mal echt. Okay, also das hier auf dem Bild ist mein Hund Danger. Er war 8 Jahre alt und die Liebe meines Lebens. War, weil er am 13.05.2019 verstorben ist. Ich musste ihn leider erlösen. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Und einige merken das sicherlich, andere vielleicht nicht. Danger hatte ich vom Welpen an und er war immer mein Traum gewesen. Also ich wollte schon immer einen schwarzen Dobermann-Rüden mit dem Namen Danger haben. Er war nicht mein erster Hund, auch nicht der erste seiner Rasse, aber der erste Dobby-Welpe, den ich alleine großgezogen habe. Und ja, was soll ich sagen, für mich war dieser Hund einfach perfekt. Auch wenn es anfangs schwierig war und ich gerade in seiner Rüpelphase bzw. Pubertät oft geweint habe, weil es einfach mega anstrengend, stressig war und viele Dobermänner, gerade Rüden, werden ja in dem Alter von 13 oder 14 Monate abgegeben, weil die Besitzer dem Hund nicht Herr werden. Deswegen ist der Dobermann auch nicht so als Anfängerhund geeignet, aber ich denke, es kommt immer halt drauf an. Wir haben das zusammen gemeistert. Ich hätte ihn für kein Geld der Welt verkauft. Und er war mir wichtiger als jeder Mensch auf dieser Welt. Er hat einfach toll gehört, konnte natürlich die Grundkommandos wie Sitz und Platz, aber auch High Five, Laut und Steh. Er hatte kein Problem mit anderen Hunden, Kindern oder behinderten Menschen. Haben ja viele Hunde. Er konnte auch mal alleine bleiben und ohne Leine laufen, er war abrufbar und er liebte es einfach mir zu gefallen. Er nahm nie was von anderen Menschen an. Also Leckerlis oder war einfach nicht. Und selbst wenn ich was zu essen auf den Boden gestellt habe, konnte ich den Raum verlassen und er hat es trotzdem nicht angerührt. Wir haben auch viel Blödsinn angestellt und wenn ich mal traurig war, dann spielte er den Clown für mich. Danger war ein absolutes Kuscheltier. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn er gekonnt hätte, wäre er sogar in mich gekrochen. Er war der Einzige, bei dem ich mir je sicher war, dass er mich vom ganzen Herzen liebt. Und da sind wir beim eigentlichen Thema, das Herz. Denn dieses Video entsteht nicht nur alleine dadurch, dass ich euch mitteilen will, warum ich monatelang nichts von mir hören lassen habe, sondern ich möchte etwas aufklären. Dobermänner sind krank. Mittlerweile so stark, dass jeder Zweite an DCM verstirbt. Wenn man Glück hat, dann erreicht der Hund noch das Alter von 8 Jahren. Manche sterben auch schon mit 2 Jahren an Herzversagen bzw. den Sekundentod. Ich lese euch dazu mal einen guten Bericht vor. Für diejenigen, die das jetzt halt nicht hören möchten oder denen, die das nicht interessiert, die können ja weiter vorspulen. Ja, ich lese es euch genauso vor, wie also die DCM, also die dilatative Kardiomyopathie, ist eine Erkrankung des Herzmuskels, bei der sich das Herz mit zunehmendem Krankheitsverlauf vergrößert und nur noch schwach pumpt. Die Leistungsfähigkeit des Herzens wird somit stark vermindert, was bei fortschreitendem Krankheitsverlauf zum Herzversagen oder sogar zum Sekundentod des Hundes führt. Die DCM betrifft nicht nur den Dobermann, vorwiegend sind es aber große Rassen wie Dogge, Boxer, irischer Wolfshund oder Neufundländer, die erkranken. Beim Dobermann liegt eine Besonderheit im Verlauf der Krankheit vor, weshalb diese Art der Kardiomyopathie nach der Rasse benannt ist, die Dobermann-Kardiomyopathie. Die
Krankheit wird in drei Phasen halt unterteilt, ne? Also kennzeichnend für die Dohermann-Kardiomyopathie ist der Verlauf der Krankheit in drei Phasen und dass es verschiedene Verlaufsformen gibt. Eine, bei der Herzrhythmusstörungen dominieren und eine, bei der das Herz zu groß ist. In der ersten, der zellulären Phase, die Hunde sind meist zwischen einem und 3 Jahren alt, sieht das Hundeherz selbst für einen Tierarzt noch vollkommen normal und gesund aus. Krankheitsanzeichen sind nicht zu erkennen, lediglich in den Zellen selbst könnte man die Krankheit zu diesem Zeitpunkt nachweisen. Das ist aber bisher nur blanke Theorie, bestätigt Dr. Jan-Gerd Kresken, erster Vorsitzender des Kollegium der Kardiologicum e.V. Die zweite sogenannte okkulte Phase ist typisch für die Dobermann-Kardiomyopathie und dauert circa 2 bis 3 Jahre. Ich hoffe, ich spreche auch die Krankheit die ganze Zeit richtig aus. Ich sage immer DCM, weil es einfacher ist. Die okkulte, versteckte Phase ist deshalb so gefährlich, weil der Hundebesitzer sie nicht erkennen kann, weiß Dr. Jan-Gerd Kresken von der Tierklinik Kaiserberg in Duisburg. Diese Klinik ist auch spezialisiert darauf. Sie verläuft nahezu symptomfrei. Der Hund scheint kerngesund, hustet nicht, ist unvermindert leistungsfähig und agil, ergänzt er. Bei einer gründlichen Untersuchung wäre jedoch schnell klar, dass da mit dem Herzen etwas nicht stimmt. Es treten eine bestimmte Form von Herzrhythmusstörungen auf, sogenannte ventrikuläre Arrhythmien. Dabei handelt es sich um von der Herzkammer ausgehende zusätzliche Herzschläge. Im Anschluss kann es zu einem progressiven Versagen des linken Herzens kommen, was wiederum häufig mit sich verschlimmernden Rhythmusstörungen einhergeht, erklärt der Mediziner. Das Tragische: Während der okkulten Phase sterben ca. ein Drittel der erkrankten Hunde am plötzlichen Herztod. Meistens hervorgerufen durch Kammerflimmern, eine spezielle Form von Herzrhythmusstörungen. Das einzige Beruhigende ist, dass der Hund von diesem Tod nichts merkt. Er kippt einfach um, versichert Dr. Peter Holler von der Uniklinik München. Für den Hundebesitzer ist es umso schlimmer. Ganz unerwartet stirbt der geliebte Hund. Eine Vorbereitung auf den endgültigen Abschied gibt es nicht. Und zwar gibt es ja auch einige Berichte auf YouTube zu. Da erzählen Dobermann-Besitzer darüber. Als ich Danger gekriegt habe, wusste ich von der Krankheit nichts. Also da war die noch nicht so bekannt. Die sind halt immer noch am Forschen. Es ist halt eine Erbkrankheit. Ja, also nur wenn man wirklich mit DCM-freien Hunden züchtet, dann kann man auch sicher gehen, dass der Nachkomme nichts hat in der Form, aber es ist halt, ne? Ich hätte dahinter untersuchen lassen können mit einem 24-Stunden-EKG jedes Jahr. Hätte man das dann herausgefunden, hätte er Herztabletten gekriegt. Die hätten aber, ja, ihm irgendwie nur unterstützt, gestorben wäre er trotzdem. So. Ja, also, es tut mir leid, wie gesagt, es. Ja. Der Tod ist unausweichlich. Hunde, die diese Phase überleben, also so wie Danger, gehen in die dritte Phase der DCM über, in die overte Phase. Das Herz vergrößert sich, pumpt nicht mehr richtig und der Puls wird schwach. Erst zu diesem Zeitpunkt merken die meisten Besitzer, dass mit ihrem Hund etwas nicht stimmt. Die erkrankten Hunde beginnen zu husten. Flüssigkeit sammelt sich in der Lunge oder im Bauchraum. Sie werden leistungsschwach, müde und können sogar in Ohnmacht fallen. Mit Medikamenten kann das Herz zu diesem Zeitpunkt unterstützt und die Symptome behoben werden. Aller medizinischen Möglichkeiten zum Trotz stirbt der erkrankte Hund über kurz oder lang an Herzversagen oder am Sekundentod. Die Überlebenszeit von symptomatischen Dobermännern liegt zwischen 2 bis 4 Monaten. 90% aller Dobermänner überleben das erste Jahr nach Auftreten klinischer Symptome nicht. Oh, entschuldigt. Die Ursache ist genetisch. Über die Entstehung der Dobermann-Kardiomyopathie weiß man mittlerweile, dass die Ursache genetischer Natur ist. Die Krankheit wird autosomal dominant vererbt. Das bedeutet, dass ein defektes Gen vererbt wird, welches dazu führt, dass sich die Krankheit bei dem betroffenen Dobermann im Verlauf des Lebens entwickelt. Entschuldigt. Vorsorge als einzige Chance. Erkennt man die DCM-Erkrankung rechtzeitig, kann man den Hund in der Regel medikamentös einstellen und er kann noch lange Zeit mit guter Lebensqualität weiterleben.
Treten allerdings die typischen klinischen Symptome wie Husten, Atemnot und Wasser im Bauch auf, hat der erkrankte Hund nicht mehr viel Lebenszeit. Besonders wichtig ist daher eine gute und regelmäßige Vorsorge. Eine einmalige Untersuchung reicht aber nicht aus. Man muss den Hund optimalerweise jährlich untersuchen lassen, um die DCM rechtzeitig und zuverlässig diagnostizieren zu können. Fakt ist aber, warum habe ich Danger nicht untersucht? Eine Bekannte von mir, die hat auch eine Dobermann-Hündin, die tut es auch nicht, weil, wenn man es weiß und der Hund diese Untersuchung, also dann auf diese Tabletten eingestellt wird, hat der Hund, man sagt zwar noch Lebensqualität, aber der Hund darf nicht mehr leben wie ein Hund, also nicht so richtig. Der ist gerade Dobermänner, sind viele sind hyperaktiv und wollen einfach nur rennen und laufen und toben und sowas. Und dann heißt es, der Hund darf dann vielleicht nicht mehr so Fahrrad fahren, der Hund darf nicht mehr so rennen und alles, was sein Herz belastet. Und wenn man natürlich dann halt auch weiß als Besitzer, dass da irgendwie was, wenn mein Hund jetzt heute Fahrrad fährt mit mir, dann könnte er halt daran umkippen oder sowas, dann macht man es nicht mehr. Dann ist das ein Hund, der vielleicht nur noch im Garten sitzt oder nur noch eine Runde um den Block macht oder so. Und das finde ich jetzt persönlich jetzt nicht Hunde. Also das ist für mich kein Hundeleben. Muss jeder selber wissen. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ob ich es jetzt nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Ja. So, das wichtigste Mittel zur Diagnostik ist das 24-Stunden-EKG. In Verbindung zu einem Herzultraschall. Zusätzlich können Herzbiomarker eingesetzt werden, also bestimmte Stoffe, die von einem geschädigten Herzen freigesetzt werden. Sind die Parameter und damit die vorhandenen Stoffe im Blut zu hoch, ist die Wahrscheinlichkeit in einer Erkrankung hoch. Die Biomarker sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Früherkennung der DCM-Erkrankung. Jeder Tierarzt kann Blut einschicken, die Ergebnisse liefern dann erste Hinweise auf die Krankheit. Das Problem ist, entschuldigt wegen meinem Schnaufen, aber ich möchte jetzt das Video auch nicht unterbrechen, weil sonst komme ich da wirklich nicht mehr rein. Das Problem ist aber, dass ja nicht viele Kliniken das machen und nicht viele Besitzer und auch der VDH diese Untersuchungen für die Züchter nicht vorschreibt. Deswegen tun viele Züchter das auch nicht. Denn es wäre ja auch Verlust. Das spreche ich ganz offen aus. Es wäre Verlust. Wenn sie drei Hündinnen haben, ein Züchter hat ja meist immer nur eine Sorte, entweder die Rüden oder die Hünde, also die Hündinnen, dann so, und zwei Hündinnen und stellt sich heraus, dass zwei Hündinnen mit 2 Jahren schon DCM haben, kann er mit diesen ja nicht mehr weiter züchten und somit geht ihm Profit verloren. Deswegen tun das die meisten Züchter nicht. Es würde mehr helfen, wenn der VDH diese Untersuchung vorschreiben würde, aber wenn wir ehrlich sind, unsere Hunde sind heutzutage eh nicht mehr das, was sie mal waren. Sie sind mittlerweile so krank gezüchtet, dass sie sowieso nicht lange leben. Wenn man dabei bedenkt, wie alt Hunde früher wurden, und früher wurde nicht so darauf geachtet, was ein Hund frisst, wie viele Medikamente der Hund kriegt oder welche Zusatzstoffe oder sonst irgendetwas. Oder Leute, die ihren Hund vegan ernähren, oder es gibt alles. Das ist so, die Hunde sind früher viel älter geworden und waren meist sogar viel gesünder. Ja. Ist der Hund gesund? Reicht ein jährliches Screening? Lässt die Vorsorgeuntersuchung bereits Herzrhythmusstörungen erkennen? Sollte der Hund alle 3 bis 6 Monate untersucht werden? An der Abteilung für Kardiologie der LMU in München arbeiten wir unter der Leitung von Dr. Gerhard Wess mit Hochdruck daran, den Gendefekt zu finden, um so bald wie möglich einen zuverlässigen Gentest anbieten zu können, berichtet Dr. Peter Holler. Es gibt jedoch auch zahlreiche andere Projekte, die derzeit erforscht werden, beispielsweise die Verbesserung der Biomarker, die Entwicklung neuer Ultraschallmethoden zur Frühdiagnostik, die Etablierung prognostischer Parameter sowie die Erarbeitung der bestmöglichen Therapie, um den betroffenen Tieren zu helfen. Damit das gelingt, ist die beständige Aufklärung über die DCM enorm und deswegen mache ich dieses Video. So. Also, Danger hatte halt die letzte Phase.
Zu sagen wäre da aber noch, dass Danger vorher zweimal Knochenkrebs hatte. Ich musste ihn zweimal im Abstand von einem Jahr operieren lassen. Da war er schon 6. Und man hat ihm beim ersten Mal ein Stück vom Kiefer entfernt und beim zweiten Mal einen Zeh. Es muss immer der betroffene Knochen entfernt werden. Und auch wenn man dann sagt, dass derjenige krebsfrei ist, so stimmt es nicht ganz, denn Knochenkrebs kommt immer wieder. Angefangen hat es mit Danger Dezember 2018. Ich merkte, dass er immer, wenn er lag, pfeifte. Sonst ging es ihm aber super. Gedacht habe ich mir da noch nichts, denn ja, er hat oft solche Marotten gezeigt, wenn er Aufmerksamkeit wollte. Doch dann begann er sich zu verändern. Er wollte nicht mehr so schmusen oder im Bett schlafen, auch wurde er etwas ruhiger und das machte mir dann schon Sorgen. Obwohl man dann ja auch immer denkt, der Hund, gut, ist jetzt 8, ne? Er wird 9 in ein paar Monaten, also, ne? Ja. Aber das machte mir dann halt schon ein bisschen Sorgen. Schlimmer wurde es dann, als ich wieder einen Knubbel entdeckte und ich schon wieder Angst hatte, ja, dass es Krebs sein könnte. Schlimm war diesmal nur, dass er auf der Rippe saß. Ich weiß nicht, ob man jemanden eine Rippe entfernen kann. Ich habe da keine Ahnung von oder so, aber. Ja, in der Klinik bin ich dann halt hingefahren, also ich bin zur Klinik gefahren und da haben sie ihn halt untersucht und da hat sich halt herausgestellt, dass dieser Knubbel gutartig war. Man hätte ihn operieren können, also den Knubbel wegschneiden können, aber ich wollte einen 8 Jahre alten Hund nicht mehr operieren lassen. So oder so, egal wie es ausgefallen wäre, hätte ich ihn nicht mehr operiert, weil, ne? So. Aber dabei, bei dem Termin, sagte die Ärztin schon, dass sie ein Herzgeräusch höre und dass die Lunge verdichtet ist. Aber das könnte alles sein. Würmer in der Lunge. Oder weil er schon so alt ist. Oder irgendwie sowas halt. Ja. Kam mir aber alles komisch vor, weil ich mit meinem Hund immer rechtzeitig beim Tierarzt war. Also, ja. Ich weiß. So, diese Untersuchung war Ende Februar 2019. Kurz darauf begann der Husten, also der Husten, der Husten. Urplötzlich und mitten in der Nacht. Ich befürchtete schon das Schlimmste. Halt dieser Herzhusten, man hört das ja immer, ne? Und ich habe es aber selber noch nie erlebt. Alle meine Hunde sind halt eingeschlafen, friedlich. Und. Trotzdem bin ich im Nachhinein so wütend auf mich, weil ich meinen ersten Impuls von Herzhusten hätte folgen sollen. Ich hätte eher auf meinen Instinkt vertrauen sollen als auf den Tierarzt. Denn ich rede hier von zwei Basen. Ja, ich habe einmal die Tierklinik und dann habe ich einmal meinen Tierarzt, bei dem wir halt immer waren. Es ist beides halt, sind beide halt nicht dieselben. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Aber dem Tierarzt sei gesagt, er sollte seinen Beruf definitiv wechseln. Ich ging mit Danger zum Tierarzt und er untersuchte ihn. Sagte, der Husten wäre trocken. Ich hatte es vorher mit dem Handy aufgenommen. Und er hätte eine Kehlkopfentzündung. Gab Tabletten und eine Spritze dagegen. Im Nachhinein habe ich dann durch die Klinik aber herausgefunden, dass es nur Hustenunterdrücker waren. Mehr nicht. Und, ja, in der Zeit, wo er halt wo der Husten halt unterdrückt wurde und ich halt mehr dachte, es würde ihm besser gehen, ist er in der Lunge mit Wasser vollgelaufen. Ja, also solange er die Tabletten genommen hatte, ging es ihm gut und solange die Spritze anhielt, hörte das auf, immer meist hat es eine Woche angehalten, dann fing es wieder an. Die vierte Woche bin ich nochmal hin, da war seine Vertretung da. Die konnte ich zwar nie leiden, aber ich habe gesagt, komm, es ist mir jetzt egal. Ich wollte auch wissen, was er sagt. Und er hatte ihn abgehört und er sagt, es ist nicht der Kehlkopf, er hört da etwas am Herzen. Er möchte aber nichts geben, nichts verschreiben, mich nirgendwo hin verweisen oder so, ohne das mit seinem Kollegen abzusprechen. Und ich sollte am Dienstag nochmal wiederkommen. Ich war am Samstag nämlich da
Und ich sollte am Dienstag wiederkommen, wenn der eigentliche Tierarzt da ist. Ja. Ich fuhr nach Hause und habe sofort halt einen Termin in der Klinik gemacht beim Kardiologen. Und habe auch meine Freundin angerufen, dass die mich fährt, weil ich selbst besitze keinen Autoführerschein. Und die Klinik ist halt weiter weg. Ja. Den Sonntag, also den restlichen Samstag und den Sonntag ging es ihm eigentlich ganz gut. Aber er, ja, war halt, wie gesagt, anders. Er hustete die ganze Zeit. Fressen war ja auch schon seit Wochen nicht mehr so richtig. Und am Montag bin ich durch sein erneutes Husten wach geworden und als ich ihn sah, erschrak ich richtig. Er hustete sich die Seele aus dem Leib. Wasser kam dabei in großen Mengen heraus und seine Zunge war blau angelaufen. Er war dabei zu ersticken. Ich rief meine Freundin an und wir fuhren direkt zur Klinik. Denn beim Tierarzt hatte ich vorher angerufen, da dieser halt näher dran war. Doch der gute Mann war aus dem Haus und es erschien ihn nicht als ein Notfall, also musste es halt die Klinik sein. Und diese 40 Minuten Fahrt waren die längsten meines Lebens. Ich hatte da vorher angerufen und als ich ankam, führten sie mich sofort durch, nahmen ihn mir ab, um ihn halt zu versorgen. Ich hingegen hatte schon direkt so ein komisches Gefühl. Ich ahnte irgendwie, dass ich ohne ihn nach Hause fahren würde. Entschuldigt. Aber wie gesagt, das Video ist halt nicht gespielt und ziemlich echt und oh, ich muss mal kurz einmal, verzeiht mir. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht unterbrechen, jedes Mal, wenn ich anfange zu heulen, weil dann wird das Video nie fertig. Ja, also, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, wie gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm nach Hause kam. Und während Danger halt beatmet wurde und sich vier Tierärzte um ihn gekümmert haben, kam halt eine andere Tierärztin rein und die hörte mir halt erstmal zu, was ist. Und die hat halt dann sich auch die Aufnahme angehört. Und sie sagte auch sofort, dass das kein trockener Husten ist, sondern dass das feuchter Husten ist und dass das schon halt, ja, dass sie jetzt halt versuchen, ihn wieder auf den Damm zu kriegen. Und das ging dann halt 2 Stunden so. Und dann wurde ich halt wieder reingerufen. Und die Tierärztin sagte mir dann halt, dass sie ihn jetzt halt die ganze Zeit versucht haben zu beatmen. Dass es ihnen aber nicht besser geht. Dass sie ihn aber auch so nicht richtig röntgen können, also schallen können wegen dem Herzen, weil er müsste dafür liegen. Und wenn sie ihn hinlegen würden, würde er Gefahr laufen zu ersticken. Sie konnten ihn aber etwas im Stehen schallen und dabei konnten sie schon erkennen, dass das Herz doppelt so groß war wie normal und dass die Lunge voll war. Innerhalb von 4 Wochen wurde so gesehen mein Hund, so wie ich halt dachte, von kerngesund zu sterbenskrank. Damit ihr einfach nur so, wie schnell es geht. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und hätte eher hinfahren sollen. Aber selbst dann, wie ihr gerade in dem Bericht gelesen habt, wären es vielleicht nur 2 Monate oder 4 Monate mehr gewesen. Ja, sie sagte mir dann halt in der Klinik, dass ich ihn über Nacht da lassen könnte. Dann würden sie es morgen früh nochmal versuchen mit dem Schallen und ihn danach halt dann auf Tabletten einstellen. Aber es ist halt die Gefahr da, dass er jederzeit verstirbt. Oder ich erlöse ihn.
Denn er kriegt ja schließlich die ganze Zeit keine Luft. Und ich weiß nicht, ob das schon mal einer von euch gesehen hat, aber zu sehen, wie der Brustkorb sich stark hebt, wie so ein Tier die ganze Zeit versucht zu atmen, zu kämpfen. Ich konnte und wollte ihm das nicht weiter antun. Und ich wollte bei ihm sein. Okay. Ich fange mich gleich wieder einen Moment. Ich muss meine Schlurzer gerade in mein Handtuch ersticken. Okay, ich entschied mich halt dafür, ihn zu erlösen. Sie hatten mir wieder reingeführt und ich war dann halt eine ganze Zeit lang alleine mit ihm. Ich habe mit ihm geredet, habe ihn im Arm gehalten, gestreichelt. Und dann kamen sie wieder und ja. Dann haben wir ihn auf den Tisch gehoben und dann hat sie ihm erst eine Spritze gegeben, dass er ein bisschen müde wird, dass er ein bisschen halt sich hinlegt. Er hat mir dabei noch einmal in die Augen geguckt. Und als er dann lag und sie halt dann die zweite Spritze gab, also die Spritze, die halt, ne, endgültig war, habe ich sein Foto gehalten und habe ihn gestreichelt. Und habe immer wieder mit ihm geredet, ihm Sachen zugeflüstert. Und dann spürte ich halt langsam unter meinen Fingern, dass das Herz nicht mehr schlug. Sie ließ mich dann noch ein bisschen alleine mit ihm. In der Zeit, sie hatte mich schon vorgewarnt, aber in der Zeit ist halt das ganze Lungenwasser rausgelaufen aus dem Maul. Und das bewies mir eigentlich nur, dass meine Entscheidung richtig war. Aber trotzdem, ich habe so starke Schuldgefühle. Ich komme einfach nicht klar. Ich habe ihn dann halt da gelassen, weil die halt alles vorbereitet hatten wegen der Einäscherung und so. Aber da rauszugehen, ohne ihn, nur mit dem Halsband und mit der Leine in der Hand. Heute ist er wieder bei mir. Die Urne steht auf dem Schrank im Esszimmer. Aber ich war in diesem Zeitraum mit den Nerven am Ende. Die Tage vergingen wie im Flug. Ich war fertig mit der Welt. Ich habe das Wichtigste verloren, meinen Seelenhund. Ich habe jeden verstoßen, der mir nur Gutes wollte. Ich war wütend auf die Welt, auf mich. Teilweise bin ich es immer noch. Ich hasse mich dafür, dass ich nichts besser gemacht habe, dass ich nicht eher reagiert habe. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht weine. Ich habe mich so stark verändert. Früher war ich ein richtiger Ordnungsmensch, ein richtiger Kontrollfreak. Alles musste perfekt sein und ordentlich. Ich hatte immer einen Plan vom Leben und heute ist es mir einfach alles egal. Es ist mir egal. Ich versprühe oder versprühe, ich versprühe und ich verspüre keine Lebensfreude mehr. Es ist, als hätte man meine Gefühle ausgeschaltet und ich würde die Welt jetzt nur noch in Schwarz-Weiß sehen. Als wäre etwas von mir mitgestorben. Ich weiß, dass es irgendwann wieder gehen wird, dass es irgendwann wieder besser wird. Doch ich brauche halt meine Zeit und ich muss trauern dürfen, so wie ich es für richtig halte. Vielleicht werde ich auch nie wieder der Mensch sein, der ich früher war. Entschuldigt.
Mittlerweile ist ja schon auch viel Zeit vergangen. Und dieses Alleinesein war echt quälend. Fast 9 Jahre hatte man einen Schatten bei sich. Und nun war die Wohnung so leer. Also habe ich beschlossen, mir einen neuen Hund zu holen. Diesmal ist es ein weißer Schweizer Schäferhund geworden. Ja, er trägt den Namen Guardian Ghost. Ich nenne ihn aber immer Ghost. Er spürt meine Trauer. Das merke ich. Aber er unterstützt mich. Und zusammen meistern wir das. Ich merke, wie ich wieder aufblühe. Auch wenn dieses Thema immer noch hart für mich ist. Ich werde nie wieder einen Hund so sehr lieben wie meinen Danger. Aber das muss ich auch nicht. Denn man liebt immer und auch jeden anders. Und trotzdem geht es ohne Hund einfach nicht. Denn die sind mir immer noch lieber als Menschen. Mein Gott, ich bin hier. Ihr hört mein Schniefen und das ist bestimmt das schrecklichste Video, was ich je gemacht habe. Ich rede die ganze Zeit durch die Nase, weil so zu ist vom Heulen, aber entschuldigt. Es geht halt nicht ohne Gefühl dabei, ne? Aber das war jetzt halt auch richtig viel Gelaber, sag ich mal, und etwas traurig. Ich wollte eigentlich nur aufklären. Sollte sich jemand von euch einen Dobby holen wollen, so überprüft den Züchter genau. Wenn es sein muss, holt euch auch einen aus dem Ausland. Dieser Züchter, er muss seine Hunde auf DCM untersucht haben. Wenn er dies beweisen kann, also dass er jedes Jahr eine Untersuchung gemacht hat, dann seid ihr auf einer sichereren Seite als die, die es nicht tun oder es nur sagen. Schaut euch auch die Großeltern an und die Würfe, die es schon vorher gab. Also mit dem VDA habe ich ja gerade schon erwähnt. Also das ist, ich zum Beispiel, ich kannte, also Danger kam aus dem Ausland. Ich kannte seine Geschwister oder seine Eltern nicht, auch nicht den Züchter. Und ich muss auch sagen, dass ich nie wieder einen Hund aus dem Tierschutz nehmen würde. Zumindest keinen Dobby. Halt wegen der Krankheit. Ja. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Und auch für eure Geduld und Anteilnahme. Demnächst gehen die Let's Plays auch wieder weiter. Das verspreche ich. Ich habe noch etwas, bevor das halt mit Angel passiert ist, hatte ich noch was vorproduziert. Oder auch danach hatte ich dann noch etwas aufgenommen, weil ich mich irgendwie ablenken musste, weil ich halt, ne, niemanden hier hatte, nichts zu tun hatte. Ja. Ich hatte Danger noch einen Text geschrieben, den würde ich hier gerne noch mit reinbringen und dann, wie heißt das auch von meiner Seite aus? Puh. Okay. Ich hoffe, es geht diesmal ohne loszurollen. Mein lieber Danger, ich halte nach dir Ausschau, bevor ich die Füße von der Couch nehme. Ich schnippe mit den Fingern nach dir, damit ich dich nachts nicht aus Versehen aussperre. Ich rufe deinen Namen, damit du meine Sauerei in der Küche verputzt. Ich erwarte dich bei Fußlaufen zu sehen. Ich höre dich brummen, wenn still ist. Ich höre dich durch die Wohnung tapsen. Ich schaue auf die Uhr, wenn es Zeit ist, Gassi zu gehen. Ich drehe mich nach dir um, weil ich meine, dich aus dem Augenwinkel heraus entdeckt zu haben. Ständig spielen mir die Schatten einen Streich. Du bist nicht da, nur meine Erinnerung, die mir übers Gesicht tropft. Als du eingeschlafen bist, habe ich dich im Arm gehalten, dich gestreichelt und dir liebevolle Worte zugeflüstert. Als dein Herz stehen blieb, tat es auch meins. Deinen leblosen Körper zurückzulassen, war das Schlimmste, was ich je tun musste. Aber du leidest nun nicht mehr und schläfst nun und wartest auf mich. Dein Geruch hängt noch immer in der Luft und du bist noch so spürbar, dass ich es einfach nicht glauben kann.
nie mehr in deine braunen Augen sehen zu können. Ich vermisse dich und ich habe dich unendlich geliebt. Du hast so stark gekämpft und ich bin gerade so schwach. Würdest du mich jetzt sehen, würdest du wieder den Clown spielen, um mich zum Lachen zu bringen, mich trösten und deinen Kopf auf meinen Schoß legen. Hab mich lieb und vergib mir. Deine Mama.